Hallo? Hallo zusammen. Wir stehen jetzt hier in Weimar, überhaupt nicht geplant, aber auf unserer Strecke in unseren. Zufälligerweise auf unsere Strecke geraten. Ja, genau, und dann haben wir gedacht, Weimar, total interessante Stadt, die müssen wir uns eigentlich mal anschauen. Und so machen wir einen Tag Zwischenrast und Und schaut uns jetzt Weimar an. ja. Aber im Moment warten wir noch ein kleines bisschen, weil ich zeige mal schnell rum. Es kommt eine dunkle Wolke. Ja, und die warten wir jetzt noch ab, bis die jetzt da sich ausgeregnet hat. Ja. Und dann gehen wir in die Stadt, oder? Genau. Zur Info noch, wir stehen am Hermann-Prill-Platz in Weimar an dem Momo-Stellplatz. Und da sollte man ganz gut in die Stadt reinkommen mit dem Fahrrad und wer gut zu Fuß ist, auch zu Fuß. Und mir natürlich mit dem Fahrrad. Logisch. Aber auch erst, wenn der Regen vorbei ist und das Intro. Eben genau, und den warten wir jetzt noch ab, den Regen. Und ihr könnt auch, also wenn es euch interessiert, Weimar, dann warten wir den Regen gemeinsam ab. Genau, also. Also das fängt ja schon richtig lustig an. Und zwar sind wir extra verspätet losgegangen, weil wir in der App beobachtet haben, dass jetzt gleicher Regen kommt. Setzen wir uns die Gustl rein. Wir warten. Es kommt kein Regen, wir warten, es kommt kein Regen, wir schauen in der App noch, es kommt kein Regen mehr. Okay, wir fahren los und der Regen kommt. Und jetzt stellen wir uns halt unterm Baum unter. Zum Glück gibt es Lindenbäume. Ja. Und dann fahren wir weiter. Also wir werden schon mal richtig gut begrüßt hier in Weimar. Jetzt kommt die Sonne wieder raus, nachdem ich meine Weste angezogen habe. Das passt auch so, also jetzt ist es sehr angenehm. Und jetzt stehen wir auch schon an der zentralen Stelle in Weimar. Das muss man unbedingt gesehen haben, natürlich. Goethe und Schiller. Genau, hier stehen sie, die zwei. Das Und? sind die Hauptpersonen eigentlich, denke ich, hier von Ja, Weimar, gell? es kamen ja viele Persönlichkeiten waren hier. Also auch für alle Baden-Württemberger, die ja 150 Jahre Geburt Hölderlin feiern dieses Jahr, ja, in Laufen am Neckar. Der Hölderlin war auch hier, aber Nur kurze Zeit, ja. glaube ich. Er kam mit Goethe und Schiller nicht so zurecht. Oder die zwei nicht mit ihm, je wie man es sehen Der Schiller hat ihn möchte. wohl verhöhnt, ja, und der Goethe, der hat ihn nicht so ernst genommen, ja. Deswegen hat er sich dann wieder nach Baden-Württemberg zurückgezogen. Aber hier gab es noch viel mehr berühmte Franz Persönlichkeiten. Liszt war Franz hier. Liszt war da, Cranach war da, Ja, der hat Gropius. hier den Altar gemacht, glaube ich, oder? Ja, Also der es Ältere hat den Altar angefangen und der Jüngere hat ihn fertig gemacht in Okay. einer Kirche hier. Weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, aber okay, kann sich ja jeder anschauen, den es dann Genau, interessiert. wir wollen ja nur Impulse geben. Ja, genau, aber der Gropius war noch hier. Das ist doch der Gründer vom Bauhaus. Bauhaus. Also das war hier alles. Und Goethe hat hier 45 Jahre lang gelebt. Das hat mich selber überrascht, wie ich das erfahren habe. Ja, Das und habe er ich nicht war gewusst, sogar dass. Bibliothekar von dieser Ja. berühmten Herzogin Anna An Amalienbibliothek, die ja schon mal abgebrannt ist. Und sehr Jawohl. viele wertvolle Bücher sind verbrannt. Übrigens, diese Bücherei würde ich, Bibliothek möchte ich mir gerne noch anschauen. Mal schauen, ob es Mach mal. klappt. Ja, und was war denn noch? Ah ja, ganz wichtig natürlich, Weimarer Republik, oder? Ja, das ist eigentlich das A und O. Da haben wir ja heute noch damit zu tun. Die 5% Hürde aus den Landtagen kennt ihr ja und aus dem Bundestag. Die haben wir der Weimarer Republik zu verdanken, die nach dem Ersten Weltkrieg Weltkrieg. hier ausgerufen wurde, nachdem Kaiser Wilhelm II. Abgesetzt wurde, der uns ja so viel Verheerendes gebracht hat. Aber ich muss mich deswegen zurückhalten. Ich Ja, erkläre das müssen wir Ja. nicht. Und dann wurde hier die erste Nationalversammlung der Republik ausgerufen unter Ebert. Und dann kam Hindenburg als Reichspräsident und der hat dann Hitler zum Reichskanzler bestellt 1933 und es war dann wieder das Ende der Republik. Ja, genau. Und dann ging es ja wieder nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, aber dann natürlich nicht mehr in Weimar und auch durch die Mehrheitsverhältnisse, die in Weimar sehr schwierig gewesen sind, hat man dann die 5%-Hürde eingeführt, um immer eine parlamentarische Mehrheit zu bekommen. Und mit der leben wir ja heute noch, die kennt jeder von euch.
Das war's schon. Was ich, okay? Ja, das war jetzt das Wichtigste eigentlich mal. Und wir schauen uns jetzt Näheres einfach... lässt sich nachlesen, alles. Ja, genau. Und wir schauen uns jetzt einfach das schöne Weimar mal an. Zumal die Sonne ja lacht. Ja, und es wird richtig warm. Meine Weste wieder ausziehen. Ja. Das erste Museum können wir uns schon mal nicht anschauen, nämlich das Haus der Weimarer Republik. Die haben nämlich nur von Dienstag bis Sonntag geöffnet und heute ist leider Montag. Ja. Lass mal schauen. Wer hat das Pech gehabt? Ihr, wir oder das Museum? Wir. Denn das hätte uns jetzt einfach interessiert. Ja, aber wir kommen auch ohne dem zurecht. Auf jeden Fall. Und das ihr auch. Ja, das denke ich auch. Also, zu Thüringen gehört natürlich eine Thüringer Rostbratwurst. Die Ursi kommt auch schon daher mit einer. Ja, ich musste noch Senf holen. Und? Wer die fränkische Bratwurst kennt, der weiß, die Fränkischen sind die Besten. Und danach kommt die Thüringer. Nein, nein, das stimmt nicht. Also, hallo? Die schmeckt ausgezeichnet. Ich habe mich nur verschluckt. Die schmeckt sehr gut. Und die Fränkische schmeckt sehr, sehr gut. Der streichert da jetzt alles. Das genau. Ist wunderbar. Nein, ist sehr schön da. Also, ja. Und als Franke muss ich natürlich zur fränkischen Bratwurst halten, das ist ganz klar. Aber die essen wir mit Genuss. Mhm, die schmeckt wirklich gut. Und zwar, ich esse und zwar alleine. Unseren alten Freund aus Leipzig treffen wir hier auch wieder. Ja, also die Künstler, ich muss schon sagen, die sind ganz schön in der Welt umeinander gekommen. Haben wir sonst nicht so dumm gehabt. Ja, auf jeden Fall, hier steht da der Bach. War auch in Weimar. Ja. 1708 bis 1717 steht da. Nee, sogar ganz schön lang. Ja. Also, jetzt haben wir ja schon etliche gesagt, die hier waren. Also der Kranach, der Ältere, hat keinen Altar gemacht, muss ich klarstellen, sondern ein Altarbild, haben wir nachgelesen. Ja? Ja, aber er hat es nur angefangen und sein Sohn hat es fertiggestellt. Ja, das hast du schon gesagt, aber ich habe Altar, glaube ich, gesagt. Ah, okay. Altarbild, naja, ja, so genau. Und jetzt sehen wir gerade, der Hans Christian Andersen war auch da. Also. Ja, und ihr wisst ja, der hat die kleine Meerjungfrau geschrieben. Also alle waren da und es waren sogar Ossi und Helle da. Ja genau, und die bilden sich jetzt noch weiter, denn hier um die Ecke, da ist die Bibliothek. Ich habe sie schon gesehen. Wo ist die Pavlova da? Auf irgendeinem Friedhof. Ah, okay, also das wissen wir jetzt nicht, wo das ist. Nein. Pavlova ist die Zahn aus der Zahnfamilie. Die Zahn haben ja ihre ganzen Töchter nach Deutschland verheiratet. An die notleidenden Städten. Okay. Ja, auch Insel Mainau ist ja auch Zahn, Pavlovna, ne? Ja, kann sein, ja. Das irgendwie hängen die alle verwandtschaftlich zusammen. Ja, alle Töchter sind in Deutschland verheiratet, okay. Wenn die Kohle reinkommt. Also, jetzt gucken wir uns die Bibliothek mal an. Genau. Also, hier haben wir den August, den Karl August. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ossi, erklär mir mal. Das ist der August und zwar ist das der Sohn von der Fürstin Amalia, Anna Amalia, der Gründerin von dieser Bibliothek. Und wer war die Anna Amalia? Habe ich doch gerade gesagt. Die Fürstin, die hier mit dem Goethe zusammen diese großartige Bibliothek aufgebaut hat. Gut, habe ich nicht gewusst. Ohne mich.
wäre der Helle nur halbe. Ja, definitiv. Das streite ich gar nicht ab. Also, jetzt gehen wir aber wirklich in diese Bibliothek. Ja. Also Montag ist kein guter Weimarer Besuchstag. Nee, alles zu. Jetzt stehen wir endlich vor der Bibliothek. Und was steht da? Kein Glück für mich. Muss ich es einfach nur von außen anschauen. Und das sieht jetzt eigentlich nicht sehr spektakulär aus. Haben wir noch den Ernst Fellmann erblickt? Ein Sozialdemokrat. Aus eurem Opfertod erwächst unsere sozialistische Tat. Also noch ein DDR-Gedenkstein. Ja, so, da ging doch, ging aus der Weimarer Republik hervor, oder? Oder war der später? Das kann gut sein. Ich bin jetzt da nicht so. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, er war da dabei. Auf jeden Fall ein Sozialist und der wurde im KZ Buchenwald ermordet. Das steht hier, ja. Hier steht nichts Näheres da, aber es könnte gut sein, dass er Sozialistenführer war. Ja. Ja, denn die Sozialdemokratie war ja sehr stark vertreten in der ersten Weimarer Republik. Ja, genau. Aber da müssen wir uns jetzt selber erst mal genauer kundig machen. Und wen das interessiert, der kann das ja auch tun. Genau, also für alle, die in Gedenken an Tellmann und Co. sind, gibt es ja in Osten noch sehr viele Tellmannstraßen und alles. Ja? Ja, ja. Der findet auch hier eine Statue von ihm. Ja. Und jetzt scheint die Sonne wieder. Wunderbar. Als ob es nie geregnet hätte. Ja. Also für Weimar haben wir uns definitiv den falschen Tag rausgesucht. Das falsche Wetter. Und alle Sachen sind zu, die uns jetzt interessiert hätten. Wobei ich auch sagen muss, dass wir übelst getäuscht wurden. Warum? Mit was? Weil die Wetterapp hat gesagt, dass wir heute strahlenden Sonnenschein haben. Wir waren ja dann noch 10 Minuten extrem Gustl gesessen und haben auf den Regenquader, der nicht gekommen ist, der dann gekommen ist, nachdem wir 5 Minuten unterwegs waren. Und jetzt ist halt die ganze Zeit ein Auf und Ab. Regen kommt, Regen geht. So, wir versuchen jetzt einigermaßen trocken zum Gustl zurückzukommen. Ansonsten müssen wir uns trocken legen. Aber wir ziehen ein Fazit zu Weimar. Eine sehr interessante Stadt. Definitiv. Also Dienstag bis Sonntag. Ja. Ja, und es ist empfehlenswert, sich 2 Tage einzuplanen. Also wir haben das jetzt alles so im Schnelldurchgang. Wie üblich bei uns. Ja. Wir machen das ratzfatz und dann ist erledigt. Hätten allerdings das auch noch gerne vertieft. Was wir theoretisch könnten, aber nicht wollen. Ja. Nein, ist doch alles zu. Ja, morgen ist alles offen. Ja, morgen wollen wir halt wieder weiter. Genau. Denn Weimar war auch wieder nicht in unserem Plan. Einfach wieder spontan entschieden. Ja, aber es ist eine Reise wert und heute übernachten wir noch in Weimar. Mhm. Und morgen fahren wir weiter. Genau. Also, dann macht's gut. Bis dann. Wir hoffen, es hat euch gefallen, das Video. Ein paar Eindrücke von Weimar. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Na also, das ist doch grandios. Ja, und wenn wir schon dabei sind, abonnieren und Glöckchen aktivieren. Jawohl, das war's, oder? Ja, also endgültig. Bis weiter. Tschüss, bis nächstes Mal. Tschüss.